Fair Play, Leute, ne? Was ist jetzt hier? Was ist? Das ist kein Training mehr, jetzt ist wirklich Wettkampf und jetzt wird's ernst. Meine Prognose ist, dass Team Kika Live auf jeden Fall gewinnt. Ja! Yes! Sehr gut. Darf er nicht, oder? Vier Sportarten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Wir machen einen Vierkampf. Unsere Teams bestehen aus Sportlerinnen und Sportlern durch und durch. Und alle kennen sich richtig gut aus in ihren jeweiligen Disziplinen. Erst wird gemeinsam trainiert und dann steht der Wettkampf an. Wer gewinnt den Vierkampf? Team Kika Live oder Team die Sportmacher? Wir sind auf dem Weg dorthin, wo es jetzt gleich losgeht. Kika Live, die Sportmacher. Jawohl, ich freue mich so sehr. Ich mich auch. Wir haben nämlich eine mega packende, spannende und sportliche Woche vor uns. Und morgen ist schon der erste Wettkampf. Oh yes, Beachvolleyball. Jetzt aber erstmal auf zum Training. Auf jeden Fall. Weißt du was, Stefan? Ich glaube, das sind da die schon. Da sehe ich schon ein paar Bälle fliegen. Das sieht nach Sport aus. Auf geht's. Hast du Bock? Voll. Jawohl, ja. Hello, everybody. Hallo. Oh, warte. Hallo. Team Gelb. Oh. Hi, Lina. Boah, endlich geht's los. Kika Live, die Sportmacher. Worauf freut ihr euch am meisten die Woche? Ich probiere mega gern neue Sportarten aus. Also hauptsächlich halt das, was man halt professionell macht, aber auch zwischendurch immer wieder was anderes. Ich finde, man merkt der Gruppe sofort an, dass sie richtig Bock drauf haben. Man merkt auch, dass das alles Sportlerinnen und Sportler sind. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall eine richtig gute Woche haben werden. Gut, wir haben heute unseren sogenannten Expertentag. Team Kika Live startet mit Volleyball. Ich bin Alena, ich bin 17 Jahre alt und ich spiele liebend gern Beachvolleyball. Zum einen wurde ich letztes Jahr zweiter Platz am Bundespokal Beach und dieses Jahr wurde ich sogar in die deutsche Jugendnationalmannschaft nominiert. Beim Beachvolleyball kommt es wahnsinnig auf den Kopf an und dass wirklich dieser absolute Wille da ist, den Ball möglichst gut zu spielen. Und das ist unsere Challenge beim Beachvolleyball. Wir spielen zwei Sätze bis 15 Punkte und der Gewinner holt den ersten Punkt im Vierkampf. Aber ihr habt natürlich bei eurem die Sportmacher-Team auch zwei Experten. Das heißt, es ist total fair. Jeder hat mal den Vorteil von einem absoluten Vollprofi. Eigentlich starten wir jetzt mit Beachvolleyball, aber warum haben wir jetzt hier diese Wasserbälle am Start? Wasserbälle sind total leicht und die fliegen natürlich sehr viel langsamer. Es ist vielleicht für den Anfänger mal einfach, wenn man die Bewegung langsam ausführen kann. Ich kenne ja ein bisschen Beachvolleyball, ich habe das auch schon mal gemacht. Beachvolleyball, da denke ich immer so, wow, krass durchtrainierte, coole, hübsche Menschen, coole Musik. Beachvolleyball mit Bernie hat eigentlich nichts mit Beachvolleyball und dem Image zu tun. Mach ich jetzt direkt drüber oder erst mal zu euch? Komm, wir üben das. War der aus? Ja. Am Anfang war es tatsächlich ziemlich schwierig, da mit den Wasserbällen, es war sehr, sehr viel Wind und die Wasserbälle sind tatsächlich überall hingeflogen. Aus, aus. Irgendwann ist der Wind weniger geworden und dann haben wir es auch richtig gut hingekriegt. Oh. Jawohl. Oh, stark. Geh's rüber! Oh. Sieht es schon gut aus! Lass mal den Ball! Dafür, dass das jetzt das erste Mal so richtig war, fand ich es ziemlich gut. Es ist auch einfach irgendwie so ein guter Einstieg, finde ich, als gleich mit den richtigen Volleybällen anzufangen. Wenn ich jetzt den Ball gerade noch irgendwie so bekomme, haue ich den dann einfach irgendwie mit der Hand rüber oder worauf achte ich da vielleicht auch bei der Hand? Na, es gibt also eine Technik, die heißt Mäuschen, die zeige ich dir jetzt mal. Du musst hier deine Hand vorne so die Finger zusammen machen, also wie so eine Maus. Also Mäuschen habe ich tatsächlich noch nie gehört. Das ist also die Maus. Ja, genau. Und dann triffst du den so hier mit der Fläche und du versuchst den aus dem Handgelenk noch so hoch zu kicken. Ah, okay. So, jetzt fangen wir mit dem Aufschlag an. Zuerst beim Aufschlag, ihr habt die Hand hier. Der Ellenbogen kommt hoch und ihr schlagt dagegen. So. Genau, perfekt. Dann geht der Ellbogen hier. Okay. Achso, und dann so. Ja. Die Aufschläge waren das Schlimmste heute. Also das war wirklich, da musste ich mit mir selbst kämpfen, nicht direkt aufzugeben. Ja. In solchen Situationen packt einen dann ein bisschen der Ehrgeiz und dann ist man auch einen Moment erstmal ein bisschen down, dass man es nicht geschafft hat. Ja, fast. Bei Lina denke ich mir, dass sie am Anfang Schwierigkeiten hat mit dem oberen Aufschlag. Aber ich habe sie dann immer wieder angesprochen und habe ihr Tipps gegeben. Und ich finde, dass sie im Laufe des Trainings tatsächlich total aufgetaut ist. Ja. Aber war viel besser wie vorher vom Treffpunkt. Ist noch ein bisschen härter, dann geht er auch.
Alles gut. Der Wind. Ja, richtig, richtig guter Aufschlag. Da geht noch was. Ja. Oh. Auch nicht zu hoch werfen, oder? Nein, nicht zu hoch werfen, weil umso höher du wirfst, dann kommt der Wind und dann. Ja, ja, da haben wir gleich das Talent hier entdeckt. Ja, der Wender kann es einfach. Ja! Richtig guter Aufschlag, richtig gut. Um es jetzt auch zu üben, wirklich zielgenau den Ball ins Feld zu bringen, gibt es natürlich verschiedene Zonen. Einmal die vier Ecken im Beachvolleyballfeld und die Husband and Wife Area. Das ist, wenn man genau zwischen zwei Spieler spielt und die rennen dann ineinander. Ja. Husband and Wife Point. Das ist in der Mitte. Wenn man dahin trifft, dann weiß niemand, wer nehmen soll. Diese Mitte, die heißt halt Husband and Wife Area, weil. Ich weiß nicht mehr warum, aber. Keine Ahnung. Ich denke mal so Mann und Frau, keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wenn das zwei einzelne Matratzen wären, ne? Man hat jetzt kein Doppelbett, sondern zwei einzelne Matratzen, ist in der Mitte immer so diese eklige Rille, ne? Und dann willst du dich rüberrollen, dann landest du in dieser Husband and Wife Area und da muss der Ball hin, glaube ich. Und dazu habe ich mir ein Spiel überlegt. Wir werden im Feld in diesen Zonen, die ich gerade genannt habe, verschiedene Platten hinlegen und da sind Buchstaben drauf und die müssen wir treffen und dann gibt es insgesamt ein Wort. Wort mit fünf Buchstaben. Okay. Apfel. Ja. Schade. Oh. Oh ja. Ja! Und? N? Ein N. N. Ja, ja. Boah, krass. Also ich habe keine Tafel getroffen. Ja. Oh mein Gott, ja. Voll gut. Ich gehe immer so weit drüber. Also ein Tipp von der Alena war, die Hand komplett zu spreizen und auch hier irgendwie so eine Spannung zu erzeugen. Jawohl. E. E. Banane. Nee. Also, dass man praktisch hier so anfängt und dann so richtig ausholt. Ja, Henne! Anne! Pfanne! Warte, ich denk auch noch einen auf. Geil! Den Joker. Den linken! Den ersten. Tanne! Ja. Sehr gut. Ganz stark. Nachdem wir jetzt hier schon richtige Aufschlagprofis sind, kommen wir jetzt zum Baggern. Baggern brauchen wir in der Annahme, weil irgendwie müssen die Aufschläge ja auch abgewehrt werden. Und deswegen Baggern, ganz wichtige Grundtechnik. Und dazu werden wir jetzt eine Übung machen. Die linke Hand auf die rechte Hand und die Daumen in die Mitte. Und die Ellenbogen möglichst nah zusammen. Man sieht immer Leute, wie sie einfach so machen und irgendwie einen Ball wegschlagen. Aber wie genau macht man es denn? Wie positionieren sich die Hände? Wie erreichen wir das? Indem wir einmal die Schultern so nach vorne rollen. Dadurch kriegt ihr die Ellenbogen schon viel weiter zusammen. Und wenn dann der Ball kommt, wartest du mal kurz und machst dann ganz kurz deine Schulter so nach vorne? Oder? Wenn der Ball kommt, halt die Schulter, die geht einfach so nach vorne. Okay. Ja. Beim Baggern ist es so, dass man die Arme so ganz dicht beieinander haben muss und man legt die hier halt so zusammen, damit man hier so eine möglichst große Fläche hat, um den Ball zu treffen. Ah, das war nichts. Du hast halt auch einen richtig großen Bizeps, das ist so schwierig. Ne? Otto hat ziemlich starke Unterarme, dass es da Kletterer ist und auch sehr, sehr starke Hände und dadurch ist es oft schwierig. Ich trainiere hauptsächlich irgendwie so Finger oder Bizeps oder Schultern und man muss möglichst nah hier mit den Ellenbogen zusammenkommen. Aber das ist halt, ein bisschen schwierig. Oh. Ja, das ein bisschen so nach oben und die fest die Arme. Ja, richtig gut. Wenn man dann den ersten Ball getroffen hat, ging es eigentlich ganz gut. Ja, aber gut. Also sie stand auf dem Kasten und hat uns die Pelle zugeworfen. Und unser Job war es dann quasi einen Hechtsprung auszuprobieren, dann irgendwie den Ball halt noch zu bekommen. Und sie hat ja quasi den Angriffsschlag quasi so symbolisiert und wir haben dann versucht, den Ball irgendwie zu retten. So einen Schritt zur Seite machen und dann hast du... Ah, der war nicht. Also ich finde, ihr habt es richtig gut gemacht, vor allem das mit dem Hechten und Mäuschen und so. Das klappt schon richtig gut und da ist auch die Kontrolle teilweise schon gut da. Bist du stolz auf uns? Ich bin stolz auf euch. Yes. Dann nächster Punkt, eben der sehr, sehr wichtig ist, ist das Pritschen, das auch oberes Zuspiel genannt wird. Kennt ihr jetzt Pritsch jetzt hier einfach, oder was?
Pritschen finde ich immer so ein bisschen, das sieht so ein bisschen aus wie Ballfangen, was man halt schon ewig kennt und dann nochmal loslassen. Also das Pritschen ist eben das obere Zuspiel. Der Gegner kommt der Aufschlag, dann wird der erste Ball meistens gebaggert und dann der Mitspieler muss den zweiten Ball eben im oberen Zuspiel pritschen. Zuerst die wichtigste Sache ist Dreieck bilden mit den Händen. Genau, und das Wichtige ist, dass die Daumen, wenn die Hände dann so sind, dass es nicht einfach nur so gerade ist, sondern dass hier so ein bisschen hier der Winkel drin ist. Und dass die Daumen dich praktisch auf deinen Mund schauen. Ich weiß nicht, ich krieg's einfach nicht hin. Das ist dann diese Erklärung auch, allein die Erklärung ist so umständlich. Du musst irgendwie so einen Halbmond machen und dann müssen die Daumen in den Mund zeigen. Den Ball rein und dass die Hand den Ball so schön umschießt. Bisschen weiter auseinander. Ich hab Sand im Auge. Also fängt man den Ball quasi kurz vorm Gesicht auf, oder? Ja, genau, also direkt über der Stirn. Mach's nach vor. Genau, hier ist die ideale Position. Viele machen das dann hier oder hier unten, dass sie den Ball zu weit reinfallen lassen. Das ist nicht so gut, also auf jeden Fall hier. Beachvolleyball und ich sind ein bisschen auf Kriegsfuß. Also Ballsportarten generell sind nicht so meins. Oh, der war. Das war am Anfang gar nicht so leicht, weil der Ball ist ziemlich oft rausgesprungen. Oben strecken, 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 ja. Ja. Okay. Das sind diese Kletterhände. Ja, also nochmal Props an meine Team-Captain-Frau Alena. Das muss ich ganz ehrlich sagen, die hat so coole Übungen am Start. Ich habe jetzt schöne Bälle geworfen, aber oftmals sind die Bälle nicht schön und ihr müsst da hinlaufen. Und das Wichtige ist da wirklich die optimal ruhige Position zu finden. Wir haben so Pylonen genommen, so diese normalen Absperraufstellteilchen. Und da mussten wir quasi, ja, die mussten wir so in die Hand nehmen, als ob wir jetzt gleich britschen wollen. Sprich, die Pylone hältst du dann ja so und versuchst dann eben quasi den geworfenen Ball oder gebritschten Ball da richtig einzufangen. Ja! Ja, morgen ist die Alena auch was um die Ohren schmettern. Ich finde, ihr habt das richtig, richtig gut gemacht. Und jetzt fehlt uns ja noch eine letzte Disziplin, der Angriffsschlag. Am Ende haben wir dann noch Angriff probiert. Mit Tennisbällen haben wir dann die Bälle übers Netz geworfen, um wirklich langsam diesen Anlauf-Stemmschritt auch zu üben, um dann in der Luft den Ball perfekt abzuschlagen. Boah, sind das Schritte, ey. Das ist schon groß, ne? Das ist auch ein schönes Geräusch, finde ich eigentlich. Ja! Ja, richtig! Ja, passt. Schau, du musst mit deinem linken Fuß links, rechts, links. Also bei dem Springen, da sehe ich mich tatsächlich nicht so doll. Das Netz war mir ein bisschen zu hoch, was wahrscheinlich an meiner Größe liegt. Also haben kleine Leute in dem Sport hier echt Probleme. Ja, also natürlich, klar. Also es gibt kleine Leute, die springen bis hier hoch. Dann hast du kein Problem. Aber wenn du klein bist und nicht so hoch springst, dann ist es natürlich schwierig. Genau. Aber du springst einfach ganz, ganz hoch. Ben hat mir den Tipp gegeben. Und zwar, das hatte ich selbst gar nicht so im Kopf. Beim Schwimmen muss man sich ja auch vom Startblock abstoßen. Und dass man quasi diese Kraft, die man da in die Füße stecken möchte bei dem Startsprung, dass man die dann quasi auch da anwendet, nur halt in die Höhe. Wir haben jetzt alle vier Grundtechniken gelernt und Übungen gemacht. Und ich würde sagen, wir überprüfen jetzt mal alle unsere Fähigkeiten in einem kleinen Testspiel. Oh. Habt ihr alle Lust? Ja. Wir haben gemischte Mannschaften gemacht. Und dann haben wir einfach mal so ein bisschen drauf losgespielt und geguckt, wie funktioniert es bei 3 gegen 3. Ja, oder? Ja, Junge! Ich fand es deutlich schwieriger im Testspiel, weil der Ball kommt und du musst sofort zu reagieren, sofort auch umschalten irgendwie. Das war eigentlich ziemlich gut. Jeder hat die Techniken gut angewandt. Jawohl, gutes Ding. Der ist gut. Ich glaube, das steht morgen nichts mehr im Wege. Ich bin total zufrieden mit dem Training, weil ich finde, dass alle sehr, sehr konzentriert gearbeitet haben, aber wir auch unsinnig viel Spaß hatten während dem Training und dass bestimmt viele einiges dazulernen konnten und die Sportart besser verstehen jetzt. Wahnsinn, macht Bock, oder? Ja, hat Spaß gemacht. Ja, ja. Jetzt wird erstmal regeneriert und morgen sind wir dann alle topfit. Lecker, lecker. Aber die Riegel schauen auch gut aus. Leute, was denkt ihr, wer heute gewinnt? Ihr natürlich. Ja. Sportlerfrühstück, ja. Also
Ja. Ich bin da neu in dem Segment. Das ist ein Frühstück für Nagetiere, ne? Für Mäuschen. So für Mäuschen. Ist es denn wichtig für so einen Wettkampf, dass man hier so gesundes Zeug isst? Ja, ne? Ja, schon. Also nicht nur Obst, man muss ja auch Kohlenhydrate essen oder so. Süßigkeiten sind trotzdem drin. Also. Ist jetzt nicht so, dass man Essensplan oder so hat. So, ist ja alles auch ganz nett. Aber Leute, wir müssen mal zu Potte kommen, denn es steht ein Wettkampf an. Ich hatte so ein bisschen Druck. Also ich war schon so ein bisschen aufgeregt. Bist du bereit? Kein Training mehr, jetzt ist wirklich Wettkampf und jetzt wird's ernst. Wir haben erstmal die Teambesprechung gemacht. So. Strategy! Oh, Teambesprechung hier. Okay. Alles nochmal aufgezeichnet. So, wer vor allem die Aufschlagtaktik von den Gegnern haben wir analysiert. Der Aufschlag von Lina kommt kurz, gell? Da gehen wir alle, verschieben wir ein bisschen nach vorne. Das ist wichtig. Mama, wollt ihr noch was besprechen? Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich hast alles besprochen, was wir besprechen müssen, oder? Was ich aber ganz gut fand, war, dass wir einfach nochmal dahin gegangen sind, zu britschen miteinander. Weil ich hatte das Gefühl, es gibt uns allen so ein bisschen mehr Sicherheit, ne, was das Baggern angeht, was das Britschen angeht, die Techniken so ein bisschen. Okay, deshalb üben wir ja. Wenn wir hektisch werden, dann kommen Fehler, dann kommen Ungenauigkeiten. Da habe ich jedem so zwei, drei Dinge mitgegeben, auf die er wirklich besonders achten sollte während dem Spiel. Also wirklich dieses Stoppen ist bei dir ganz wichtig. Okay. Ja, so ist es, so nämlich. Und da wäre dann auch aber super. Wir brauchen vollen Einsatz einfach. Ich bin mir sicher, wenn wir so den Sportmachergeist in unser Team einhauchen können, dass wir dann auf jeden Fall so die Fighter sind. Weil ich glaube schon, dass wir das schwächere Team sind. Aber ich glaube, wir bringen einfach mehr Herz mit ins Spiel. Und dann bin ich mir sicher, dass wir auch das Spiel Beachvolleyball für uns entscheiden. Meine Prognose ist, ja, dass geil. Team Kika Live auf jeden Fall gewinnt, weil ich will diesen Wettbewerb gewinnen, ich will die Punkte sammeln. Und ich denke, dass Ben und Felix da der gleichen Meinung sind. Und wir waren super im Training, wir waren super konzentriert. Und ich denke, dass es gut ausgeht. So Leute, es ist soweit, wir haben Wettkampf. Zwei Gewinnsätze bis 15 Punkte. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Zum Punkt erziele ich einfach, wenn ich direkt einen Schmetterball irgendwie ins Feld spiele und, oder wenn genau. Ihr ins Ausspielt, oder? Genau so ist es eigentlich. Oder wenn ihr ins Netz greift, das darf man ja auch nicht. Genau, das sind eigentlich die drei Dinge, die wichtig sind, hast du gut auf den Punkt gebracht. Und drüberpritschen, ist es auch erlaubt oder nicht? Drüberpritschen darf man nicht. Okay. Fair Play, Leute, ne? Fair Play. Was ist jetzt hier? Auf geht's! Hab ich? Gut. Ja! Yes! Sehr gut. First Point! Sehr gut. Ja, super. Hast du? Das. Ja. Nein! Yeah. Diese Hände! Handsalat! Nichts da, was wir gelernt haben, umgesetzt. Einfach nur rauf und los. Gut. Ja! Darf er nicht, oder? Nee. Der Stefan hat immer alles sehr, sehr korrekt genommen, auch mit den Regeln. Boah, bist du ein Spießer, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Das hatte ja Alena ja gesagt, also man darf halt den Ball nicht rüberpritschen. Ne? Und das ist ja dann einfach ein Fehler. Ein Fehler ist einfach ein Punkt. Also habe ich ja jetzt nicht beschlossen, sondern war ja einfach so. Ne? Also. Hab ich. Hab ich nicht. Lena, was mache ich falsch? 3-1. Sorry. Das erste Spiel, die ersten drei Punkte habe ich verkackt. Für mein Team, muss ich ganz klar sagen. Hast du. Gut. Komm. Ich bin wieder auf Position. Hast du. Ja! Es geht ja auch so schnell, dass dieser Ball irgendwie bumm in den Sand fällt. Und du denkst, nein. Ja, sehr gutes Ding. Ah, nee. Aber nett. Habe ich Netz berührt? Ah ja, mega. Wo denn? Drüber. Bin mir nicht so sicher. Ah, hat schon ziemlich gewackelt. Ja, wenn ihr das sagt. Okay, ja. Fünf beide. Fünf, ja, okay. Hast du? Ja. Hast ein paar richtig gute Bälle auch beim Baggern angenommen, wo wir davor noch gesprochen haben. Die sind ja dann manchmal so weggefallen. Das war dann gar nicht. Also du hast sie super zugespielt. Ja, okay. Ja. Dafür, dass ich eigentlich keine Ballsportarten kann, bin ich echt zufrieden mit meiner Leistung und auch mit der vom Team. Und dann bin ich so leicht umgeknickt, aber das war jetzt nicht dramatisch oder so. Gesagt, man muss so machen, das mache ich halt nicht, ich mache einfach so, normal geht's gut, dann springt er auf den Knochen und einmal hier nach Marc Redwitz und sonst wohin. Boah, der war echt stark. Weg. Come on, Leute. Okay, ich nehme Hass, wenn du Wolf aufgeht. Ach so, ja. Immer noch Satz bei dir.
Ja, gutes Ding. Ran. Ja, Mann. Gut. Sehr gut. Yes. Gerade. Wenn die Alena da halt ihre Aufschläge da macht, dann ist es halt. Ne? Man kann schlecht reagieren. Und wenn, wie gesagt, wenn er wirklich falsch aufkommt, tut erstmal mega weh und zweitens ist der komplett in eine andere Richtung, wo man ihn gar nicht haben möchte. Das ist einfach die Strafe Gottes, weil Stefan so ein Spießer ist. Als ob der jetzt dieses Regelbuch in der Hand hat. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass wir hinten liegen. Ich finde, das ist eine Motivation, jetzt zu versuchen, besser zu sein. Ja. Vor allem halt gegen das Team, das halt ein Profi drin hat. So. Also ich finde schon, dass wir ein gutes Team sind, oder? Gerade jetzt auch durch. Auf jeden Fall. Das läuft. Im Angriff, Hand drauf. Es geht. Auf geht's. Zweite Runde. Wenn wir mal einmal das Ding drüber hauen, dann steht es direkt 1-0. Ja, Mann, super Ding. Und dann fängt es bei mir so, wenn er so einen Kochtopf auf so von 3 schaltet, der den so auf 8. So. Dann fängt das bei mir langsam an, so ein bisschen zu kochen. Da haben wir den überragend noch rübergebracht. Da bin ich richtig außer mir gewesen. Stark. Mega Ballspiel. Ja, super. Super Ball. Ja, gut. Gut, gut. Ja, ich bin. Super. Ja. Geil, genau wie im Buch, Mann. Rast aus. Ja. Oh mein Gott, so gut. Da kribbelt es dann schon mal im Bauch, ne? Also. Wie die dann da diese Teile da so runterzimmert, das ist echt, also. Ist ja beim Volleyball das Problem, sie bleibt ja dann im Aufschlag. Und wenn sie dann mal so 3-4 Punkte macht, dann wird es halt schwierig. Also Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber so, dass man dann denkt, dann wird es halt schwierig, dass man noch dranbleibt. Ja. Gut. Pass auf, Korfer! Los! Hast du doch rüber! Es war ein sehr, sehr langer Ballwechsel und wir waren irgendwie alle im Sand gelegen. Wir sind alle nach den Bällen gehechtet. Ja. Ja. Der Ball kommt und wir springen hoch. Er versucht ihn irgendwie rüber zu, aber ich block ihn dann so. Er fällt dann doch noch so bei denen rüber und dann haben wir doch noch einen Punkt. Das war geil. Nur falls einer von euch Spießer nicht hingeguckt hat. Wahnsinn, ja, aber das sind ja dann die Momente, die es auch ausmachen. Das war geil. Mega gemacht. Yes! Guter Block, oh mein Gott. Nicht vorbei, nur nicht perfekt. Ich wollte auf jeden Fall, dass wir da nicht als Team zu weit dann 5 oder 6-0 zurückliegen. Dann, als er aufgeschlagen ist, haben wir uns beide so richtig verdutzt angeguckt. Gar nicht realisieren wollen, die Situation. Snatchball, ich rieche Medaillen, ich rieche Medaillen. Komm, hol den Matchball! Jetzt berührt er, das heißt? Ja, mein Punkt. Haben wir gewonnen? Ja! 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 Oh, wie geil, Mann! Wir waren noch so knapp dran. Ärgerlich, aber ich finde, wir haben es trotzdem super gemacht. Ja, wir haben es super gemacht. Ich meine, gegen einen Volleyball-Profi ist ja klar, dass es nicht einfach wird. Aber trotzdem, wir haben jetzt im zweiten Satz auch 10 Punkte geholt. Und ich finde, dafür ist es eine klasse Leistung. Wir waren richtig so eine Mannschaft, ne? Wir waren irgendwie gut, ja. Oder? Wollen wir mal gratulieren drücken, oder? Komm. Leute, gratulieren, habt ihr mal rangespielt. Gut gemacht. Als erstes gibt es für euch natürlich hier auch das 1-0. Ihr habt heute gewonnen. Das bedeutet Beachvolleyball 1-0 für euch im Vierkampf. Heute waren wir jetzt den ganzen Tag hier im Sand. Was kommt jetzt als nächstes? Es geht ins Wasser. Freut ihr euch schon? Ins Wasser. Ja, voll, guck mal, wie Lina aufstrahlt. Ich glaube, Lina ist richtig heftig. Das heißt, die Vorteilseite wechselt die Farbe quasi. Jetzt sind die Sportmacher im Vorteil. So sieht's aus. Denn du bist unsere Wasserqueen, ne? I can feel it.
fangen wir mit dem ersten Start an.